Hallo ihr Lieben, Smiley und Carmen wollen euch eine Botschaft überbringen. Und zwar habe ich diese Woche beim Bäcker ein Gespräch mit angehört, wo eine junge Frau gesagt hat, so viel kann mir mein Arbeitgeber gar nicht zahlen, dass ich hier auch noch lache. Und dann habe ich irgendwie überlegt und irgendwas fühlte sich da ganz komisch an für mich. Und dann habe ich so gedacht, so viel kann mir mein Kunde gar nicht zahlen, dass ich nicht lache. Viele wissen noch gar nicht, dass sie ja für sich selber lachen, dass sie ja gar nicht dafür lachen, dass es dem anderen gut geht, sondern sie lachen ja für sich, dass es ihnen gut geht. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, dieses Lach-Yoga, das ist so ein bisschen lächerlich und viele merken gar nicht, wie tief das unser Bewusstsein verändern kann. Und deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt nehme ich nochmal dieses Video auf als Zusammenfassung, um einfach nochmal zu zeigen, was eigentlich in Lach-Yoga steckt und dass wir es für uns tun, wir das nur für uns tun. Und zwar Lach-Yoga hat 4 Elemente. Ein Element sind die Lachübungen. Das ist das Wichtigste und das habe ich in meinen Videos immer wieder gezeigt. Da geht es darum, wir können uns für das Lachen sofort entscheiden. Wir brauchen nichts von außen. Wir brauchen keine Comedy, keinen Witz, keine lustige Situation, sondern wir brauchen nur uns. Und wenn wir eine Lachübung nehmen, dann ist das für uns die Entscheidung, okay, ich will lachen. Ich mache jetzt mal eine ganz einfache, das Handy-Lachen. Wir haben unser imaginäres Handy immer uns dabei. Das halten wir ans Ohr, tun so, als wäre es halt ein Handy. Und da kommt was ganz Lustiges raus und lachen und entscheiden uns zum Lachen. Dieses Handy haben wir immer bei uns, kann man immer benutzen. Und immer wenn eine doofe Situation war, immer wenn irgendwas schiefgelaufen ist, können wir... Da ruft uns jemand an. Und wir lachen für uns und unser Wohlergehen. Das zweite Element von Lach-Yoga sind Klatschübungen. Und zwar klatschen wir hier ein bisschen eigenartig in einem bestimmten Rhythmus klatschen auf unsere Handballen und damit können wir nochmal unseren Atem vertiefen. So ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha, ha. Und mit diesem Klatschen kann man dann spielen im Lachtreff, kann man gemeinsam sich abklatschen, kann man auf Körperteile klatschen, kann alles machen, was man möchte. Und das dritte sind Anfeuerungsrufe. Das habt ihr vielleicht schon mal bei mir gesehen. Da gibt es 2 verschiedene. Gut, sehr gut, wunderbar, alles ist wunderbar. Wir sagen nur wunderbar, gut, sehr gut, wunderbar. Ihr seid wunderbar. Wir sagen wieder bloß wunderbar und gut, sehr gut, wunderbar. Ich bin wunderbar, so wie ich hier stehe und wie ich hier lache. Ja, und das vierte Element sind Atemübungen. Ich mache mal ein ganz einfaches, weil ja manche mit Atemübungen noch nie was zu tun gehabt haben. Wir pflücken ein Blümchen und riechen drin und lassen den ganzen Stress los und entspannen uns. Und noch einmal. Und wenn man das eine oder andere immer mal in seinen Alltag einbaut und immer mal wieder lacht und immer mal vielleicht dich ins Fäustchen lässt, so. Tut man sich selber gut. Und dafür muss mich niemand bezahlen, dass es mir geht. Sondern das ist mein ureigenstes Interesse. Ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und ich lache, damit es mir gut geht und damit ich mich wohlfühle. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr immer mal wieder für euch lacht. Für euch, nicht für die Umgebung. Es ist schön, wenn euch jemand zurücklächelt. Es ist schön, wenn ein Lachen zurückkommt. Aber es ist gar nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass ihr lacht und dass ihr für euch was Gutes tut. Und deswegen, weil ihr so schön hier mein Video jetzt angeschaut habt und vielleicht auch das eine oder andere Lächeln oder Lachen rausgemacht habt, machen wir nochmal zusammen das Anerkennungslachen so. Wir klopfen uns auf die Schultern und lachen. Ich danke euch, Smiley und Carmen. Lacht's gut!